Herzlich willkommen zurück zur Banjo-Kazooie Grunty's Rache. Wir sind hier immer noch im Sumpf und da unten geht's giftig zur Sache. Ich habe immer noch nicht irgendwie etwas gefunden, wie wir durch diese Giftschwaden kommen. So viel fehlt ja hier tatsächlich nicht mehr. Wir können mal schauen. Drei Puzzleteile, drei Noten, wir haben alle Jinjos und das Totem und wir haben alle Moves und auch alle leeren Honigwaben. Also eigentlich ist das gar nicht mehr so viel, ne? Vielleicht ist es sogar hier bei den Giftwolken. Ja, hier ist sogar ein Puzzleteil. Irgendwie frage ich mich, ob das nicht irgendwie anders gelöst werden müsste. Aber Leute, das ist doch nicht normal. Gut gemacht, Banjo. Du hast alle 100 Noten eingesammelt. Das ist ein neuer Rekord. Ja, ach. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, Leute. Hier war auch noch ein Jinjo damals. Ich werde sterben. Ich werde elendig hier verrecken. Deswegen gehen wir nochmal hoch. Weil hier ist eigentlich so ein Honigtypi. Ja, tatsächlich. Und da können wir natürlich unsere Energie wieder auffüllen. Wenn was dann kommt. Was das ist, weiß ich nicht. Und dann später nochmal mit einem anderen Move zurückkommen muss. Na, nochmal durch die Giftschwaden hier. Giftwolke. Das ist ja ein blödes, doofes Gebiet. Gefällt mir gar nicht, Leute. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ihr ständig Schaden nimmt. Das Gift wird nicht weggehen, Leute. Und hier haben wir natürlich auch das Puzzleteil uns verdient. Das ist immer von Fühlers Haare gehört. Das wohl ein Ferienort. Doch seit Grunt die Skande dort ihr Unwesen treibt, bleibt die Besucher aus. Affenlevel? Okay. Hat sich wirklich am Banjo-Kazooie orientiert. Im Sumpf, am Strand, im normalen Level, Lumos Mountain. Ne? Da kann man die Eiswölfer ganz anders. Oh ne, hier sind wieder die Giftwolken, aber nicht hin. Ja, also wir haben alle Noten, alle Jinjos, aber irgendwas fehlt ja noch. Ein einziges Puzzleteil. Mal gucken, ob wir es noch finden werden. Ich weiß nicht, wo es ist. Es ist halt blind, ne, das Spiel. Irgendwo muss noch was sein. Irgendwo habe ich noch was vergessen. Let's see. Alle Moves dieser Welt. Ich denke, dass wir da noch fündig werden. Den haben wir auch gemacht. Das war so ein Bossgegner quasi. Aus dem Weg mit dir! Die weg da mit deinem Vektor, mach Platz da mit deinem Monster. Mhm. Ach, die Blödmänner sind auch wieder da. Ja, da waren wir ja schon. Da oben ist nichts. Leider Gottes sieht man halt auch nicht so viel in dem Spiel. Wie gesagt, mal gucken, ob wir noch fündig werden. Irgendwo muss ja noch was sein. Den haben wir auch schon, da bin ich am Anfang runtergefallen. Am Anfang, als wir diese Welt zum ersten Mal betreten haben, bin ich direkt in den Giftsumpf geplumpst und habe diesen Minispiel gefunden. Soll wohl auch Schicksal gewesen sein, da ist der Ausgang. Müssen wir nochmal hier oben gucken. Irgendwas stimmt da ja nicht. Oder ist es echt diese Zielscheibe, die wir noch nicht aktivieren können? Das kann natürlich sein. Weil, ganz ehrlich, wir waren ja sonst überall. Was soll ich jetzt mal in die Monsterwilder? Ist eigentlich Quatsch, ne? Leute, wir verlassen erstmal diese Welt. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, Leute, dass wir bei dieser Zielscheibe was machen müssen. Da fehlt uns ein Move. Deswegen verlassen wir die Welt jetzt unvollständig. Und werden dahin natürlich nochmal zurückkehren. Na, da fehlt jetzt ein einziges Puzzleteil. Soll sich weiter stören. Das ist ein 100% Let's Play. Wir werden es früher oder später sowieso bekommen. Von daher soll es das jetzt erstmal gewesen sein für den Sumpf. Die Atmosphäre bedrückt mich auch ein wenig. Das ist ganz gut, dass wir da jetzt erstmal raus sind. Hier ist doch viel fröhlicher beim Spiral Mountain. Ach, ich muss doch erst zu Puzzellos Tempel, Idiot. Vor allen Dingen diesen Sprungplatten, der war auch immer noch nicht gefunden. Hier ist der Hafen, von dem die Rede war, glaube ich.
einfach ein paar Noten. What? Hier ist Lava? Yo, was zieht hier ab? Bitte was? Bitte was? Das ist doch der größte Betrug aller Zeiten. Habt ihr das gesehen? Dann killt ihr mich nicht gleich instant. Alter, wie unfair die Lava ist. Da oben habt ihr schon gesehen, da waren goldene Federn. Auch die gibt's hier. Und die haben wir in der letzten Welt jetzt noch nicht gefunden gehabt. Vielleicht werden wir die in der nächsten Welt finden. Ach, guck mal, wie praktisch. Ja. 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 Rede mit ihr. Oh, Benjo. Lässt ihn zu Hause, als ob er deine Begierde ist. Jetzt so weiter, geil. Soll ich ein bisschen vergnügt mit der Eulen? 8 von 12. Okay, 4 weitere werden benötigt. Die finden wir nicht allzu schnell. Ich glaube, wir können die auch dann nur einmal erhöhen, ne? 3 von 5. Naja. Okay, Pusellos Tempel. Oh, wo ist der nochmal? Bin ich hier unten? Naja, Orientierung ist sowas von scheiße. Naja, hier ist der. 34 von 24. Ich denke, damit können wir arbeiten. Du hast genug Puzzles gesammelt, um den Weg zu Spillers Hafen zu öffnen. Ich werde dir den Zugang öffnen. Bitte bring dieses Puzzle zum Altar. Okay, auf zum Hafen! Hoffentlich ohne Maschinenraum und ohne sonstige fiese Sachen. Auch, dass man da schnell Luft verloren hat. In Rusty Bucket Bay. Banjo-Kazooie war nicht gerade ohne. Gefürchtete Maschinenraum, wo er instant sterben konnte. Kann man halt auch mal so im Kopf behalten, ne? Oh, da ist einfach ein Puzzleteil, was da rumschwebt. Okay. Au! Da waren wir eben gerade. Leider war der Zugang noch verriegelt. Aber jetzt ist er offen. Ist irgendwie stupide, weil Banjo-Kazooie muss man halt die Wandgemälde immer finden. Und es dann aktivieren. Hier muss man einfach nur mal zum Tempel gehen. Das ist halt easy. Easy money. Easy money, money, money. Makes a funny. Dim, 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 dim. Ich bin froh, dass wir dieses Puzzle haben, ey. Auch nicht so einfach. Falls ihr euch erinnert, wo man so schnell sein musste. Und das werden wir jetzt auch bekommen. Ja, Spillers Hafen. Wir waren eben da. War hier, ne? Also hier hinter. So, Sprungfähigkeit haben wir noch nicht. Lava, keine Ahnung, was wir mit der Lava machen. Da können wir aktuell noch gar nichts mitmachen. Aber hier wären wir. Spillers Hafen. Und was ist das? Eiseier? Und hier ist auch was versteckt. Ach, die Viecher wieder. Psch. Wegen Energieabsaugung, nicht mit mir. Das ist ein Notennest, ne? 5 Noten sind das immer. Cool. So kriegt man die da easy zusammen, ne? Das sind die leichtesten Gegner. Vor allem Banjo-Kazooie spielen. Goldene Federn. Goldene Federn! Die können dich unverwundbar machen. Du musst nur wissen wie. Du musst allzu schlecht. Früher haben wir uns ja selber reingefuchst. Da brauchten wir keine Hilfe und Spielanleitung. Eieiei. Oh, ich habe nicht genug Noten. What? Was? Ich habe nicht genug Noten, ja? Hallo, ich habe alle Noten bislang im Spiel gefunden, die man finden kann. Was ist denn das für ein Scheiße? Okay. Wow. Das ist wirklich nicht ersichtlich, wo man lang kann. Ja, doch. Guck mal, die ollen Raben, ey. Sind das Raben oder böse Breegals? Ich weiß nicht. Mr. Drippy, Ice Cream. Wie im Hex-Hex-Park, ne? Banjo-Tool. Das sieht aber aus wie ein Eisverkäufer. Ach, guck, alle Krähen vernichtet und jetzt bekommen wir Eis for free oder was? Bin ich froh, dich zu sehen. Mein Name ist Alfred P. V. Und ich habe schon die ganze Woche wegen der Vögel keine Gäste mehr. Was kann ich für dich tun? Ich könnte nicht mit dem Eis. Aber natürlich, du bekommst sogar ein Himbeersaft ausgegeben. Was soll ich damit mit dem Eis? PV, ey. PV. Oh Mann.
Schnauze, hässliches Viech. Das ist ein Café? Oh, der Hafen sieht doch ganz nice aus. Gefällt mir bislang. Reinkommen tun wir da allerdings noch nicht. Oh, die Grütze sieht nicht so nice aus. Die Grütze nicht. Da müssen wir aber irgendwie hochkommen. Jetzt. Oh, komm ich da so hoch? Ja, let's go. Und hier oben geht's rein. Tiptops Haus ist das? Die Schildkröte vom Schildkrötenkolben. Bubble Beef Swarm. Oh, ein Diddy Kong Racing Fahrer, ne? Tiptop, man kennt ihn, die Schildkröte. Man kennt ihn. Den guten Tiptop. Was ist das denn? Okay, eine Münze? Oh, ja, man hat die Sprungfähigkeit. Goddammit. Müssen wir normal hin. Müssen wir normal hin, liebe Freunde der Nacht. Wenn wir diese Fähigkeit haben. Fuck. Müssen wir uns alles merken, ey. Das wird ja ein Spaß für die ganze Familie. Oh mein Gott, hier ist der Boss. Den kann ich auch noch nicht aktivieren. Oh mein Gott, kann ich gar nichts machen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall die Sprungfähigkeit dann. So viele Sprungplatten wie hier sind. Sprungfähigkeit, ich komme. Schielauge. Gib mal die Sprungfähigkeit her. Oh Gott. Außer typische Banjo-Sprungpassagen. Nur leider mit dieser Steuerung auf dem Game Boy Advance nicht so schön. Ich höre hier immer was pfeifen, ey, du Pfeife. Ja, keine Ahnung, ey. Was weiß ich denn schon? Oh, das ist eine. Nicht wahr. Ich weiß nicht, ob wir da so einfach reinkommen. Hier ist auf jeden Fall eine Dublone oder was es auch immer sein soll. Und ein Kackhaufen oder was? Hä? Das wird ein Kackhaufen. Hey, Mister. Sie mögen wohl keine Vögel. Einige meiner besten Freunde sind Vögel. Warum fragst du? Vielleicht können sie mir helfen, das Eis von dem Eiswagen heranzukommen. Wenn ich das Eis habe, kann ich wieder zu meiner Mutter. Wenn wir die Vögel verscheuchen, sollten wir an das Eis herankommen. Haben wir ja schon. Ja, bitte. Ich hoffe, du bist zufrieden. Es war nicht so einfach, da ranzukommen. Na, eigentlich schon. Dankeschön, ich werde meiner Mutter erzählen, wie nett sie waren. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ein Kackhaufen. Was macht der Kackhaufen? Dann gehe ich wieder zurück. Und ich habe nichts dafür bekommen. Oh mein Gott, was hat der Scheiß gebracht? Nichts dafür bekommen, Leute. Was? Nicht mal ein Puzzleteil. Komm schon, was soll das denn? Der wird irgendwas für uns erledigen können, oder? Ah, okay, dann kommen wir da raus. Alright. Sag mal, ich brauche jetzt mal... Komm, du hast jetzt... Wie viele Noten haben wir? Ach, Spillerstadt. Gut, gucken wir hier erstmal. Wollte gerade sagen, weil langsam müssen wir ja den Move bekommen können, oder? Take this and die. Ach, guck. Gut versteckt. Schau dich genau um, wenn du sie alle finden möchtest. Wir haben null Gingers, die scheinen wirklich gut versteckt zu sein. Er hat endlich seinen Müll hier liegen lassen, ne? Nicht einfach Müll rum. Gibt's doch nicht. Okay, den Move können wir schon mal bekommen. Und er heilt uns auch komplett. Haben wir nötig. Ist es, weil du in einer Höhle lebst oder hattest du schon immer einen tollen Blick? Also, Kazooie. Da du mir die Noten gebracht hast, überhöre ich das Fräulein. Ja, los. Diese jungen Leute. Hör nur zu, falls du eine grüne Bodenplatte wie diese neben mir deinen Fußabdruck siehst, stell dich drauf. Drücke A, um einen Supersprung auszuführen. In diesem Move, den Supersprung. Da es super wäre, wenn Kazooie mal arbeiten würde. Seh dich vor, Schielauge. Das kannst du ja gar nicht. Danke für deine Hilfe, Schielauge. Bis später. Eieiei, die beiden, die werden keine Freunde mehr. Kazooie und Schielauge. Aber wir haben endlich den Move, Leute. Wir haben ihn endlich. Endlich. Das löst so viele Probleme in dieser Welt. Oh Gott, was ist das denn?
Das ist die goldene Feder, Leute. Game over? Was? Das ist die goldene Feder, ganz ehrlich, ich werde mir die jetzt holen. Die Fähigkeit. Ich hoffe, der Move ist auch die goldene Feder dann. Sieht aus wie eine Statue, der graue Jinjo. Ne, geh jetzt nochmal zurück, Leute. Kenn ich nichts. Machen erstmal hier alles. Ich glaube, wir haben jetzt genug, ne? Wir wollten haben 410. Wehe, Level 420. Ich glaube, ich habe nicht 420. Gottdammit. Ich gehe halt nochmal Lucky Lucky machen. Das muss ich tatsächlich erst noch ein paar Noten sammeln. Das wäre uncool. Ja, okay, 410. Es gibt nichts Schöneres als diese letzte Note. Und ich dachte, er wäre froh, überhaupt etwas zu sehen. Dieser Move ist besonders wirksam gegen Grunty's feurige Gehilfen. Wähle die Eiseier mit R aus. Pass auf, Kazooie. Es täte mir sehr leid, die Eier auf dem Halse stecken blieben. Und pass du auf, dass ich dir keine Frostbeule verpasse. Das war nicht sehr nett, Kazooie. Ja, es war auch nicht nett. Beide hassen sich. Hassen sich bis aufs Blut. Ja, das waren die Eiseier. Das war nicht Unverwundbarkeit. Naja. Ja, ist auch cool, ne? In Banjo Kazooie gab es nur normale Eier. Banjo-Tooie wurden andere Eier eingeführt, wie Granateneier und so. Das ist ja chronologisch der zweite Teil. Von daher, coole Sache. Wir haben Eiseier. Müllhafen. Ach, guck, hier gibt's das. Ich liebe den Glanz von einem Haufen Musiknoten. Blendet der Glanz nicht deinen scharfen Blick? Dieser Move sollte selbst dich ruhig stellen, Kazooie. Suche dir eine rote Bodenplatte mit einer goldenen Feder drauf. Stell dich drauf und drücke A, um die Kraft der Wunderflügel freizusetzen. Nutze diesen Schild aus goldenen Feder, um deinen Gegner anzugreifen. Du kannst den Schild wieder aufheben, indem du L drückst. Danke, Schielauge, das ist super. Ja, wir haben es endlich. Und tatsächlich kann man die Unverwundbarkeit hier nur aktivieren, wenn man so eine Bodenplatte findet. Das finde ich ein bisschen scheiße, aber so ist es immer. Was? Ich kann nicht mal durch den Sumpf? Tolle Unverwundbarkeit. Die ist ja richtig klasse. Supergeile Unverwundbarkeit. Ich bin begeistert. Nicht. Was mache ich damit? Scheiß Unverwundbarkeit. Ich sowieso nicht durch den Sumpf komme. Scherzkekse. Was soll denn die Kacke? Das regt mich dezent auf gerade. Bringt mir ja nix. Naja, immerhin wieder so eine komische Dublone gefunden. Da bringt mir ja gar nichts, Leute, die Unverwundbarkeit. Gut. Das ist ein Schalter. Und der aktiviert diese Schwungplatte. Schön. Dann mach mal rauf hier. Und die Note nicht vergessen. Bräuchten wir eine weitere Sprungplatte und da kommen wir allerdings nicht dran. Das ist doof. Ah, okay. Tricky. Jetzt kommen wir dahin. Ja, ganz nett. Oh, das ist auf Zeit. Echt jetzt? Das ist ja gemein. Das ist ja echt gemein, okay. Auf Zeit. Und jetzt ist die verfügbar. Auch auf Zeit? Bitte nicht. Natürlich, auf Zeit. Ich dachte, da muss ich drauf. Oh mein Gott. Alles nochmal von vorne, Leute. Das finde ich jetzt dezent beschissen. Das war die 3D-Ansicht, die mich da gefickt hat. Warum auf Zeit, Mann? Oh, man. Vor allen Dingen so knapp, ne? Das ist echt sehr, sehr knapp. 10 Sekunden, hallo? Ein Hund im Büro. Hallo. Hund im Büro. Als ob ich so hochkomme. Habe ich noch niemals zu der Note dran, oder? Let's see.
aus. Doch, tatsächlich geht sich das aus. Wow. Na dann, gucken wir mal. Und damit aktivieren wir die Sprungplatte dort. Alles klar. Und da müssen wir jetzt auch ganz schnell hin. Oh mein Gott, nein, nicht ernst. Oh mein Gott, war das knapp bemessen. But I did it. Oh. Okay, das war gar nicht mal so einfach, wenn ich das mal so sagen darf. Nicht schlecht. Wir haben es geschafft. Da müssen wir wieder klein sein. Klein wie eine Ratte. Ich finde das dezent bescheuert. Ah doch, nee, ich kann da nicht hin. Ich würde am liebsten hier ein Safe State machen, ganz ehrlich, das ist ja unfair ohne Ende. Du siehst ja nicht, ob da noch eine andere Note ist. Das ist ja doof. Heilt er mich vielleicht hier, der Kollege? Schielauge, heil mich mal. Tatsächlich. Nein, hör auf! Ich weiß so, wie es geht mit dem Wunderflügel. Was war das denn? Das gehört? Hä? Auf einmal war der Ton irgendwie komisch. Was? Na gut, Leute. Ja, ich denke, wir machen hier auch tatsächlich jetzt erstmal einen Cut. Vor allen Dingen weiß ich jetzt nicht, was mit der Aufnahme passiert ist. Ganz komisch gewesen. Gut, wir sind wieder am Anfang. Müllhafen erkundet. Wir haben die Fähigkeit. Was willst du mehr, ne? Was willst du mehr? Wie das weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Leute, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.